Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy IX. Wir sind gerade eben mit Zidane und Freya und Vivi gegen Gizama Luke fertig geworden. Das heißt, wir haben sozusagen den Story, also so einen Zwischenboss besiegt und extrem coole Items bekommen. Und haben jetzt aber einen Szenenwechsel bekommen, denn wir wissen ja, dass Lilly unterwegs ist nach. Dass Lilly eigentlich unterwegs war oder ist. Und Steiner irgendwie mit ihr kommen wollte. Und Lilly wollte halt zu Hause warnen, beziehungsweise, also zu Hause in Alexandria. Und wollte vor allem auch zu Hause mit Mutti reden. Dabei Mutti muss ja wohl irgendwie irgendwas falsch verstanden haben, dass sie plötzlich da anfängt, so eine Armee zu bauen und plötzlich militärische Relevanz zeigt. Das geht ja nicht. Und Steiner möchte durch das Tor und hat seine Bedenken. Und wir haben so einen Beutel. Und wir gucken erstmal natürlich in Steiners Equip. Wir sind noch Level 6. Das ist ja süß. Oh, wir sind noch Level 6. Aber wir haben Silber. Wir legen erstmal ein paar Sachen an. Ja, wir haben ein Accessoire, haben wir nicht. Hätten wir mal ablegen sollen mit der anderen Gruppe. Aber das weiß man nie. Gut, wir gehen da mal rein. Hallo, guten Tag. Halt, nicht weiter. Warum kommst du zu Besuch? Ja, ich hab gehört, hier würden Arbeiter gesucht, um das Südgate heile zu machen, weil ich auf dem Schiff war, das da reingecrashed ist und das den Schaden verursacht habt. Aber das habt ihr nicht gehört. Das habt ihr nicht von mir. Ich hab alle meine 7 Sachen mitgebracht, sodass ich da leben und arbeiten kann. Ja, das ist ja wunderbar. Das ist ja... Ja, also die haben am Gate gearbeitet und die ganze Zeit ohne Unterbrechung seit dem Unfall. Aber es ist immer noch kaputt. Ja, ich muss mal kurz deine Zollkontrolle hier. Machen Sie mal Ihren Kofferraum auf. Nee, da müssen wir mal reinschauen. Und genau. Und du weißt schon, wegen Regeln und so Regulierung. Nein, du das nicht. Da ist garantiert was drin, das ich nicht möglich habe. Ich schmuggle Hanf. Würden Sie bitte einen Schritt zurückgehen? Na, so ist das gut. Na, sorry, wir machen nur unseren Job. Würden Sie bitte auch mal, also Ihre Schuhe können Sie anlassen, würden Sie bitte Ihre Unterhose, ich mach mal weiter. So, also, wo kommen Sie denn her? Oh, verdammt, ich muss irgendwas tun. Ja, die Polizei sucht nach einem Mädchen und nach einem middle-aged man, also so eine Knalltüte wie du sein könntest. Ein mittelalter Mann. Hast du einen Weg? Ein solches Pärchen den Weg kommen sehen hierher? Boah, der Knoten ist echt eng, Mann. Ich krieg diesen verdammten Sack gar nicht auf. Ja, ich glaube, da hat Steiner mal ein paar extra Knoten reingemacht. Ja, das Mädchen soll genau wie Prinzessin Garnet aussehen. Und die schönste Prinzessin überhaupt, die man sich nur vorstellen könnte, die das Alexandria Castle, also das Schloss, ziert. Ha, ich hab's aufgekriegt. Aber du weißt, die Königin Bran, du weißt, wie Königin Bran aussieht. Es ist hart zu glauben, dass sie so eine schöne Tochter haben könnte. Was ist das? Was sind das denn? Was sind das? Verrottete Dinger. Ist das Gift? Verrottet? Es ist nicht, dass ich irgendwas Verrottetes mit mir rumschleppen würde. Ich weiß, was es ist. Oh, es ist dein echt, das ist Essen. Dein, eingelegte Güsal Greens. Oh je, Güsal Kraut, nee, hier, Rüben sind das dann. Die Delikatesse von Lindblumen, ja, die so eklig riechen. Ach, furchtbar, aber er mochte sie dann da doch, ne? Boah, ich kann nicht glauben, dass du so viele mitgebracht hast. Ja, das ist mein absolutes Lieblingsessen. Ich kann den Tag einfach nicht ohne beginnen. Das ist wie Kaffee, wisst ihr? Nur in echt, echt eklig riechend und irgendwie in Rübenform. Also, naja. Ja, genau. Also, Leute, die das mögen, die sagen sowas. Ja, du kannst durchgehen. Das ist voll plausibel. Dankeschön. Oh, ja, meine. Guten Tag noch. Tja, Steiner, nicht schlecht. Du wirst besser im zwielichtigen Handeln. Och. Willkommen zurück. Ja,
Wir sind im Gate. Prinzessin! Was? Du hast es mal wieder geschafft. Ich muss einen Platz finden, wo wir nicht gesehen werden. Diese Gasse sieht gut aus. Aber ein Mädchen und ein Mann sind im Weg. Oha, wir können auf jeden Fall durch die Gegend laufen. Spannend. Können wir mit Leuten reden? Oh, warte mal, wir können hier Sachen anklicken. Eine Truhe. Multina Racket? Was ist das? Was ist ein Multina Racket? Haben wir das hier irgendwo? Nee, haben wir hier das irgendwo? Master Hunter? Ja, hatten wir ja schon in der anderen. Okay, haben wir angeguckt vorher. Multina Racket. Da ist es. Okay, Long Range Weapon. Angriff zum Wind. Ich glaube, Rackets, also so Schläger, brauchen wir gerade noch gar nicht. Ich glaube, sowas haben wir gar nicht. Oh, Eisstab, warte mal. Das muss ich mir kurz angucken. Na gut, können wir erst sehen, wenn wir wirklich spielen können. Wenn wir Vivi wieder dabei haben. Oh, hier sind überall Sachen, aber ich kann nicht hochklettern, solange wir so aussehen. Okay, wie sieht's hier aus? Ah, ich muss sie loswerden. Okay, wer dann? Diese Frau hier? Part-Time-Worker Mary, ja, Teilzeitarbeiter. Och, ich kann's nicht glauben, dass er dann bankrott ist. Wer? Der da? Oh, ich wusste gar nicht. Ich wusste das gar nicht, weil ich auf der anderen Seite vom Berg lege. Ja, wir müssen mal ein bisschen was Nettes sagen. Naja, was nützt es schon, das zu beweinen, was schon längst passiert ist? Also, was ich sagen wollte war, also jetzt, wo wir hier sind, da müssen wir doch Dinge tun, um den Leuten zu helfen, die wir gerne haben. Ja, hast voll recht. Ich sollte ihm helfen. Oder ihn aufbauen. Genau, geh da mal rüber. Dankeschön. Bla 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 bla. Okay, nur der junge Mann hier vorne, der immer hin und her läuft wie so eine Schießbudenfigur. Hallo, mein junger Herr. Ah, lass mich sehen. Wir brauchen zweimal Modell Nummer 3. Du hast deine Dinge mitgebracht. Bist du hier zum Arbeiten? Klar. In der Tat, ja. Willkommen, also. Ich bin also neu hier. Was? Ach, ich bin auch neu hier. Also, Englisch halt. 5 Monate Chefingenieur vom Bodengate war er. Sehr gut. Aber der hier ist der Einzige, der für mich arbeitet. Der da nämlich. Tja. Ich werde zum Schloss zurück nächsten Monat, wenn mein Vertrag ausläuft. Boah, genau. Er wird an der neuen nicht mehr Nebel-Engine arbeiten. Sehr schön. Und außerdem ist der Kontinent, wo es ja keinen Nebel gibt, aufgrund der schwierigen Verkehrslage natürlich, weil wir damit ja natürlich nicht mit Luftschiffen langfliegen können, die ja natürlich keinen Antrieb haben, wenn sie nicht im Nebel fliegen, war bisher unkartografiert, aber jetzt können wir es auf so einem Luftschiff erkunden. Das wird total großartig. Und Regent Sid ist total technologisch im Fortschritt und so weiter. Und ich hab dir vorhin Ohr abgekaut, Mann. Ja, ich rede mal mit dem hier. Was ist mit dem los? Hallo, guten Tag. Oh, Schreiner oder so. Hans. Hallo, Hans. Ja, mal wieder so. Ja, das sind komische Dinge. So Geister. Wie wurde das Südtor denn zerstört überhaupt? Ja, Junge, wie ist mit dir so? Möchten wir dich nicht wieder aus dem Weg haben oder so? Naja, ich möchte gerne verlassen, aber ich sollte hier hart arbeiten, wenn ich hier bin. Und nicht so rumlaufen. Okay, wie sieht es mit dir aus? Okay, den jungen Mann loswerden, immer noch. Wie machen wir denn das? Oh, ach so, er hier ist der Arbeiter wahrscheinlich, oder? Der Arbeiter. Noch. Das Tor geht ständig kaputt. Weil die, was sind denn das? Die Angeln oder so nicht so gut reinpassen oder die Torflügel? Irgendwie Hinges? Weiß ich nicht. Naja, und diese, hier kommen wir jedenfalls zum Grund, zum Bottom vom Mist, also zum Boden des Nebels.
niemand benutzt es, das muss man auch eigentlich nicht heile machen, deswegen, ne? So, also poliere ich es nur, damit es auch im geschlossenen Zustand schön aussieht. Ne? Dann hat man wieder ein paar Monate Ruhe. Du warst der Grund, warum wir nicht durch das Tor kommen konnten, ja? Nein, wir sollen ihn nicht umbringen, so ein Quatsch. Ich muss ihn tolerieren. Der Prinzessin zuliebe. Sag mal, und jetzt? Nochmal reden hier vorne, oder was? Ich will ja immer noch ihn überzeugen. Aber der redet noch nichts Neues, okay? Okay, dann muss ich dir was erzählen. Ah, richtig. Ja, ja, das Tor wurde kaputt gelassen. Boah, der könnte damit durchkommen. So ein Quatsch, Entschuldigung. Yes, jetzt ab dafür, jetzt komm, pack aus, Macker. Entschuldigung, warten Sie einen Moment. Hat der uns erwischt? Ne, Regeln und Standards, du weißt, würden Sie mal kurz hier rüberkommen, ne? Ist eine Unregelmäßigkeit mit Ihren Frachtpapieren. Ja, 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 ich komm hier rüber. Halt, bleib stehen. Beweg dich kein bisschen, bis ich dir erzähle, ja? So, also, dreh dich schnell, langsam zu mir um. Beweg dich nicht zu hastig. Puh. Wegen des Geruchs natürlich. Du brauchst natürlich einen Pass, damit du den Zugang zum Southgate erreichen kannst. Ja, ich lass ihn gleich hier. Heb ihn auf, nachdem ich gegangen bin, weil ich den Gestank nicht ertragen kann. Wenn ich näher kommen würde... Ich würde ja näher kommen, aber... Du trägst diese ganzen ekligen, stinkenden... Weißt du, deswegen... Ich halt mal Sicherheitsabstand und gehe rückwärts langsam weg. Ein Gatepass. Ah, Multipass. Okay, falscher Film. Multipass. So, jetzt packen wir aus. Guckt sich erst um. Links, rechts, links. Okay, kannst über die Straße gehen. Ahem. Gott, denn muss er mit einem Theaterstück-Zitat jetzt etwas sagen, damit sie das merkt. Ich werde das nicht vorlesen. Er zitiert irgendwas Theatralisches. Steiner, kann ich rauskommen? Hm? Yes, Sir, Ma'am, Dingens. Dankeschön, ich komme jetzt raus. Also, pass auf. Yes, ma'am. Raffel, 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 raffel. Flupp. Endlich frische Ohren. Erstmal die ganzen, erstmal die ganzen Karotten da aus der Nase ziehen, so. Lux. Boah, was für ein Gestank. Ich werde garantiert voll den... Kopfschmerzen haben davon. Ups, den letzten Sprechblase habe ich gar nicht gesehen. Let's see. Oh, ich konnte gar nichts machen. War schon okay. Sie ist ja wieder in der Prinzessin. Nee, doch. Du kannst dich jetzt umdrehen. Prinzessin, Steiner. Yes, Miss Lily. Richtig, weil er darf ja gar nicht Prinzessin sagen. Du musst mich Lilly nennen, bis wir Treno erreichen. Und salutier mich nicht, weil das ist ja voll auffällig hier. Ja, pass mal auf, du Rostlumpen hier. Würde ich nie sagen, aber trotzdem. Ja, bis wir Treno erreichen und einen Weg zum Schloss zurückfinden, werde ich sehr vorsichtig sein. Okay, ab geht's. Und jetzt? Aber ich will doch die Kiste haben. Ah, eine Seilbahn, die uns zu dem Pass führt. Wir sind fast da. Ja, Alexandria ist gerade dahinter, ne? Mhm. Boah, und ich hab's voll ohne sie dann geschafft. Naja, du brauchtest ihn auch von Anfang an schon gar nicht. Halt's Maul. Ich hab's mal kurz übersetzt, diese Punkte. So, ach, da muss ich später noch lang. Ich komm da vielleicht noch mal lang und dann kann ich die anderen Kisten einsammeln. Kisten und speichern. Oh, Potions. Na, wie schön, da haben wir noch nicht genug von den Dingern, oder? Nee, wir haben nicht genug Potions. Und wir können auch ihre Sachen arrangen. Das ist sehr schön. Was kann sie denn alles? Oh, sie kann Record machen. Sie kann Protect. Oh, geil.
Also, ich erkläre kurz. Shell, also blind, ist natürlich blind, ja. So. Nee, warte. Nee, das muss ich im anderen erklären. Ich lerne trotzdem den Rod mal eben zu Ende. Das müsste irgendwie ein Kampf sein. Dann haben wir Protect. Aber, Shell ist ein Schutz vor magischen Zaubern. Stoner müsste versteinern sein und Blind müsste halt einen Zustand blind verursachen. So, Ability Points. Oder warte mal eben kurz. Wir müssen nochmal die ganzen restlichen Klamotten von ihr durchgucken. Siebelt Head hier, sehr schön. Glasarmlet, ja klar. Silk, da hat sie nichts Besseres. Und wir haben kein Equipment. Na gut. Dann die Abilities. Hallöchen. Wir haben nur Antibody, das ist ja traurig. Okay. Muggel. Grimo. Hallöchen, Grimo. Wie sieht's mit Mognet aus? Oh, ich möchte deinen Favor. Ein Brief nach Nasna. Ja, klar. Jetzt haben wir zwei Briefe. Geil. Dankeschön. Ich will Briefe. Ja, wir speichern kurz wieder, natürlich. Einfach nur zur Sicherheit, falls irgendwas passiert. Und wir haben schon... Ach, es ist auch schöne Musik im Hintergrund. So schönes Rumgedudel. So. Wunderbar. Hui. Ja, reicht. Tent brauchen wir nicht. Wir sind voll, voll. Total voll. Was ist mit ihm hier? Mhm, großer Platz. Das ist eigentlich ist das South Gate ein Berg. Genau, du sollst da drüben rüber gehen und dich voll und einchecken und es gibt eine Karte und so Sachen und der sagt immer was. Ah, oh. Lilly. Das Gate ist das Bodengate, da unten am Boden. Und da ist die Bodenstation. Da, wo das hochgeht. Und dann fahren wir hier hoch. Ja. Aber das Cable Car wird über diese Berge und uns da lang führen. Bis nach Alexandria, nach Treno. Yep, das Treno Gate. Sehr gut. Treno ist eine schöne Stadt. Da gibt es auch wieder ordentlich Story. Und ein Auktionshaus und Karten und ganz viele Sidequests und Sachen und eieieiei. Richtig cooles Zeug. So, ich glaube, hier ist durch. Wir müssen jetzt mal hier hin. Willkommen, willkommen. Wir kaufen Sachen. Wir haben viel zu wenig Potions. Mach voll. Phoenix Downs haben wir auch noch genug, würde ich sagen. Wir haben von allem noch genug. Ist sogar noch Suppe da. Wer das kennt. So, dann rein da. Hallo, ich will mitfahren. Wie sieht's aus, Kollege? Yep, mitfahren. Darf ich den Gate Pass sehen? Okay. Yep, das ist ein Gate Pass. So, wollen wir los? Ja, wir fahren los, aber erst in der nächsten Folge. Ich mache mal hier kurz einen Schnitt und dann in der nächsten Folge fahren wir los.